Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich wollte eigentlich aufhören, aber ja, ich habe hier noch einen Abschnitt gefunden, wo ich dich noch gar nicht gesehen habe. Und der geht wahrscheinlich noch weiter, als ich dachte. Ich habe hier gerade noch so einen Mutanten gekillt. Da ist ein Pfeil drin. Ja. Und ein Sammelkorb. Ich habe hier noch einen weg da. Ein Schrittzähler bekommen. Wie auch immer. Und es scheint hier weiterzugehen, oder? Ob's aber nicht noch ein Mutant? Nee. Ein Mutant. Kannibalen. Kannibalen, die schlafen. Ich glaube, schlafende Kannibalen kriegt man mit einem Schuss tot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt zwei Headshots waren. Das waren nicht die einzigen. Jetzt sind hier gut Knochen für uns. To-Do-Liste aktualisiert. Im Abgrund, was hat sich denn aktualisiert hier? Erkunde Höhle im Abgrund, oder? Jetzt mal weg, nicht die Kannibalen. Was ist der denn? Schnarch ich nicht. Auch den haben wir zerledert. Oh, Lagerfeuer. Hallo, mach doch an. Ja, eigentlich wollte ich raus, eigentlich wollte ich aufhören. Ich würde anfangen, Essen zu kochen. Ne, auch mal so ein. Auch wir YouTuber müssen mal essen. Da ich noch nicht so bekannt bin, muss ich das selber kochen. Ich kann mir es noch nicht leisten, über Amazon Essen zu bestellen. Oder liefern zu lassen. Nein, Spaß beiseite. So ist ja alles Hobby. Mach mal nicht berufstätig. So, und dann nochmal ein Dollarchen drauf. Und dann habe ich hier noch Kisten gesehen. Ich finde das mit der Decke echt geil. Sieht geil aus. Da hinten scheint es noch so, dass irgendwie Licht von dem Wasser was abgespiegelt wird. Und dann hier dieser leuchtende Moos oder whatever. Oh, Klebeband kann man immer gut gebrauchen. Dollar nehmen wir auch. Okay. Können wir unsere Kettensäge. Oh, haben wir es jetzt aufgefüllt und zack, komm her. Ein Knochen will ich da noch haben. Können wir zwar eine Knochenrüstung machen? Oder zwei. Danke an den Kannibalen, die mich dafür unterstützt haben. Oh, hier ist auch ein Lagerfeuer. Super. Kleidung wechseln. Okay. Hier geht's jetzt nicht weiter. Hm.
Aber wie gesagt, ein bisschen was gefunden. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie spät es ist. Denn wenn die Kannibalen schlafen, dann geht man auch gerne in die Höhle. Hä? Ich habe ihn gerade wohl... Naja, der hat sich gerade aufgelöst, der Koffer. Na gut. Gehen wir mal hier lang. So, Tennisbälle und Scheißendreck. Oh. Ganz weit nach oben gehen wir jetzt hier. Aber hier sind wir nicht gekommen, oder? So. Kann sie echt super umgucken. Oh, 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 Glück gehabt, alter Schwede. So, ein Bildchen. Da geht's weiter und dann links, glaube ich. Hier runterzufallen wäre nicht gut. Aber ich habe ja zwischendurch einmal gespeichert. Weil sie uns die Beine brechen. Aber ich glaube, wir müssen nach links. Alter, das hört ja gar nicht auf. Aber wir sind von da gekommen. Doch, hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Leuchtfackeln. Dynamit wieder gesammelt. Spawnt aber schnell wieder alles. Armada von Tüchern. Selbe jetzt rückwärts, okay. Also bei Tüchern kann ich nicht nein sagen. Die brauchen wir immer wieder. Dann war nur der eine Abschnitt noch neu, den habe ich übersehen. Na, wer weiß, vielleicht finden wir gleich noch was. Wie sieht es mit Essen und Trinken aus? Gammel, Gammel. Bisschen Laufi Laufi machen. Alter, das ist schon echt eine fette Höhle. Also Hammer. Richtig fette Hammerhöhle. Stimmt. Jetzt sind wir draußen. Hier war der erste Vorraum. Okay, ich glaube, jetzt sind wir raus. Ich glaube, das schneide ich nochmal zusammen mit dem anderen Video. Obwohl, noch sind wir nicht draußen. Wie schnell das alles spawnt, ne? Wir haben nur einmal kurz geschlafen, Nickerchen gemacht. Und dann... Oh, Ausgang. Es ist hell draußen. Juhu! Oh. Das kannst du jetzt wegpacken. Alter Schwede, meine Augen müssen sich erstmal wieder ins Licht gewöhnen. Ah, hier war ich mal, oder? Hier haben wir einen Baum gehackt. Zwei, drei, ja. Hier waren wir echt mal.
Hallo Chili. Hey. Na gut, dann bleibst du am Leben. Ach, hier sind wir. Okay, ja klar, hier haben wir die Boote gebaut. Die super tollen. Ein Single-Boot und ein Party-Boot, nee. Und da hinten waren Krokodile eigentlich. Warum gibt es da hinten immer Krokodile und hier vorne nicht? Oh, Kannibale. Endlich regnet es mal wieder. Hoffentlich auch bei unserer Basis und dann haben wir da mal endlich mal wieder was zu trinken. Ja, die Höhle war richtig fett und ich habe vermutet, oder ich würde noch vermuten, dass die sich hiermit verbindet. Weil wir gehen ja extrem weit runter. Wir waren ja irgendwo mal am Hang, aber man sieht richtig, wo der... Hä? Naja. Ob man sich hier so runterfallen lassen könnte? Von Stein zu Stein zu Stein. Hm, wie komme ich jetzt hier hoch? Scheiße. Ach, Gott sei Dank. Ah, da hinten laufen sie lang. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber draußen hat jemand wohl geheiratet. Regen ist schön. Scheiße, Regen. Jetzt fällt mir ein, das Wochenende war ja schlechtes Wetter. Ah, ich habe nicht mit der VR-Brille gespielt. Ah, scheiße. Nein, jetzt nicht. Gut, keine Kannibalen hier. Wunderbar. Sesam, öffne dich. Sesam, schließe dich. Pfeilen stehen. Und, ach, unser Privatwäldchen steht auch. Ist das nicht nice? So. Aber Mutantenfleisch. Ja. Ausrüsten. Ups. Ach, ich kann die einfach so tragen. Brauche ich gar nicht kombinieren. Okay. Jetzt haben wir nicht nur... Oh! Hey, du kleine Drecksau. Wo kommst du näher? Und der kommt ran. Du Drecksau, du Drecksau. Katana. Oh, betroffen. Lachend gestorben. Ja, so sicher ist es dann doch hier nicht, eigentlich, ne? Also, wie ist der hier reingekommen? Wahrscheinlich auch hier von da oben irgendwie runtergeglitscht. Also, rein theoretisch müsste ich da oben auch weiter zumachen. Ah, können wir mal den Kopf abhacken? Wir brauchen ja noch zwei Köpfe. Oh, hi. Und zack. Nee, keine Ärmchen. Auch keine Ärmchen, ich bin ein Köpfchen.
bisschen sauber machen. Sind wir infiziert? Mal kurz überprüfen. Wo steht denn immer das? Nein. Ich habe immer Angst, dass ich mich infiziere. Oh. Guckt mal. Ist das nicht ein schöner, schöner Regenbogen? Nice. Upsala. Ah, kommst du da raus? So. An. Taste klemmte gerade. Okay, keiner da. Und wenn wir gerade hier sind. Dieser Baum ist einfach zu nah. Das Holz ist mir gerade Wumpe. Ich muss einfach von meinem Zaun weg hier. Mission complete. Aber den nehmen wir mal kurz mit. Mir fällt gerade ein, wenn natürlich von dem Felsen da welche runterkommen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt den Felsen da oben. Sesam schließt nicht. Wo ist mein Wägelchen? Wägelchen ist nicht hier, okay. Dann mache ich doch einfach hier am Rand nochmal ein, zwei Fallen. Bauen wir hier nochmal so eine Falle hin. Die, die vielleicht hier so runterkommen. Oder hier so zwischen. Geht das? 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 Jetzt habe ich mein Wägelchen nicht hier. Wo ist mein Wägelchen überhaupt? Ich hab Bock, die ganzen Holzsachen jetzt hier einzeln zu schleppen. Ja, zwei noch, das passt ja. Vielleicht kam nämlich einer, der eine nämlich darüber, dass er einfach über den Baum geklettert ist und hier auf unsere Ebene reingesprungen ist. Muss ja nicht zwingend von oben gekommen sein. So. Man könnte hier nochmal so 1, 2, 3 Fallen machen. Gucken wir nochmal, ob irgendwie. Naja, wir müssen das essen. Habe ich noch einen Varan getrocknet? Yummy. Noch einen Schluck Wasser. Hm. Jetzt wüsste ich, wie weit die springen können. Aber hier holen wir unser Wägelchen. Das ist ja. Das Holz wollen wir ja auch nicht verkommen lassen. Ne? Das ist ja natürlich. Teure Holz. Was sagt die Sonne? Hm. Nein, jetzt nicht. Oh, Holzsammelstelle.
Weil das sind so drei Bäume, die sind mir einfach zu nah. Wieder. Die sind mir einfach zu nah. Die wollen wir erstmal abhacken hier mit der Kettensäge. Du auf jeden Fall hier. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir das auch nochmal mit. Und dich auch noch. So. Und alles ab auf den Wegelchen. Mit dem Holz kann man ja noch irgendwas machen. Muss ja nicht verkommen. Wollten das alles hin, verdammt. Hey, 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 hey. Humpelchen. So nicht, so haben wir nicht gewettet. So schon eher. Da lief ja noch einer lang. Oh, Stöckchen. Nee, C. Putzt. Leiche brauchen wir nicht. So. Nein. Keine Zeit. So, drehen, 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 drehen. Den Wagen schon mal reinbringen. Jetzt haben wir auch einen Bambi reingejagt. Nochmal schnell die Axt hier und nochmal Licht, bitte. Nein, wir brauchen. Diesen einen will ich ja noch kaputt machen. Bevor die Scheiße nachwächst. Na los, mach kaputt da. Okay. Den einen können wir auch noch. Gruselig, wie der Baum da so beleuchtet ist. Und den einen können wir auch noch platt machen. Der andere Kannibale ist abgehauen, der bringt aber gleich Verstärkung. Das noch schnell kaputt machen? Oh, mir fällt gerade ein, wir können noch einen Kopf sammeln. Dann habe ich endlich mal dieses eine große Totem fertig. Totem. Totelidi, totelida. Komm, Häuptling. Kopf her. Zack. Ja, renn bei mir rein. Noch ein Bambi. Leider bleiben die hier nicht drin. Tada! Ich finde das eine beschauliche Sammlung, ne? Von Armen, Beinen und Köpfen. So! Hm, keine Verstärkung bekommen, ne? Noch Holz. Passt das noch drauf? Ah, läuft. Nochmal gucken, ob wir infiziert sind. Das
Sind wir nicht, aber die geistige Gesundheit nimmt ab. Warum nimmt die geistige Gesundheit ab? Was passiert, wenn wir bei Null sind? Werden wir bekloppt? Schreien wir die ganze Zeit rum? Mich durch. Also wenn sie hier runterspringen sollten. Man sieht das von hier immer noch, das Geleuchte, ne? Cool. Wird er jetzt einmal da. Kriegt er ja was. Und hier. Und dann haben wir hier so eine kleine Mauer. Den Weg brauchen wir hier. Den Weg brauchen wir. Ich überlege noch, wo ich hier intern noch eine Falle setzen könnte, bauen könnte. Also, ich setze jetzt hier nochmal eine hin. Ein Stöckchen fehlt. Oh, fehlt nicht mehr. Tada, so. Läuft. Wägelchen bringen wir nochmal zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Ja. Die eine Folge war ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer. Dann mal gucken, beim nächsten Mal müssen wir uns mal irgendwie auf die Suche nach Taucherausrüstung begeben. So. Mir ist kalt. Du bist tot. Komm her. Hab eh Hunger. Ach, hier liegt auch nochmal Holz. Das packen wir mal ordentlich hier auf unser Wägelchen. So. Und ich esse jetzt noch mal was und ihr dürft liken, abonnieren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.